Be my Valentine. Hallo ihr Süßen, heute gibt es diesen Look. Also so champagnerfarbene Augenlider und einen roten Mund. Geschminkt in relativ kurzer Zeit. Ihr wisst ja, ich bin ja immer von der schnellen Truppe. Bei mir geht es immer alles schnell und unkompliziert, ohne viel Shishi. Bleibt dran und viel Spaß dabei. Tja, dann starten wir mal mit dem Look, ne? Ich nehme wieder dieses, das wird mein absoluter Favorit in diesem Jahr von Dalton. Ein feuchtigkeitsspendendes Anti-Aging Oil, nicht fettend und verleiht dem Gesicht einen wunderbaren, natürlichen Glow. So, ich nehme für den Glow, das hatten wir mit dem Highlighter erst, ne? Nehme ich die Drops und verteile die unter der Foundation. Mein Gott, die sind ganz schön intensiv. Ihr seht das, ne? Unter der Foundation. Auch auf der Nase. Hier. So. Dann habe ich... Dann schimmert das nämlich durch. Und ich muss nicht extra noch einen Highlighter aufgeben. Vitalumia Agua. Chanel. Zoeva 110. Oh, also ich muss euch sagen, ich habe schon sehr viele Foundations in meinem Leben ausprobiert. Also jetzt nicht unbedingt vor der Kamera, aber so. Diese Foundation ist einfach der absolute Burner. So. Das schimmert ganz toll durch. Was ich noch gar nicht gemacht habe, ich habe noch gar keinen Primer drauf. Auf meinen Augenlidern. Also wenn die Augenlider so rot aussehen, das ist eine sehr empfindliche Haut, wisst ihr ja. Einen Eyelid Primer, das ist der von Sephora. Der ist sehr dünn. Legt sich wie so ein, auch wie so ein Film, wie diese Foundation, wie ein Film auf das Augenlid. Solche Produkte lassen sich immer ganz gut mit dem Finger auftragen. Ihr wisst, die eigene Körperwärme trägt dazu bei, dass das Produkt besser mit eurer Haut verschmilzt. Also mit den Augenbrauen mache ich heute kein großes Gedöns. Ich habe die mal ein bisschen gefärbt. Hier sind ein paar mehr Haare. Hier komischerweise nicht. Also keine Ahnung, sind die ausgefallen oder so. Habt ihr das wahrscheinlich auch, ne? Dass die über die Jahre, ich fülle das jetzt mal mit Benefit, mit dem Stift ein bisschen auf, die sind hier einfach weg. Keine Ahnung, geklaut. So. Also wo ihr das immer sehr gut seht, wenn ihr eure Augenbrauen auffüllt, ihr kämmt das erst nach unten und dann seht ihr ja diese etwas kahleren Stellen. Und dann bürstet ihr das nach oben. Einen Cream Mousse Eyeshadow in Champagner. Und den werde ich mir jetzt mit so einem kleinen Applikator bürsten. Und den trage ich mir jetzt einfach ganz easy auf. Und mache gar nichts weiter. Weil zu roten Lippen würde ich immer ein weniger auffälliges Augen-Make-up wählen. Also nicht so ein schreiendes Augen-Make-up und dann einen roten Mund. Das ist einfach too much. Man betont immer nur eine. Also entweder betont man die Augen oder man betont die Lippen. Also eins muss immer irgendwie zurücktreten. Stark geschminkte Augen, etwas zurückhaltender Mund. Wenn ihr einen stark geschminkten Mund habt, dann muss das Augen-Make-up etwas nach hinten treten. Ich meine, letztendlich kann jeder machen, wie er will. Ich gebe hier nur ein paar Tipps und Anregungen. Von Marc Jacobs in so einem Grau-Schimmering, in so einem Kajal. Den gebe ich jetzt hier auf. Und auch hier unten. Ich will den aber so ein bisschen messyhaft haben. Ich will den ein bisschen verblenden. Ja. Dass es nicht so krass nach dem Strich aussieht.
So. Nur, dass das Auge mehr Tiefe hat. Das macht sich immer sehr schön mit einem Q-Tip. So. Glatt ziehendes Lid, geht das mal besser mit dem Strich. Hier unten ganz vorsichtig. Q-Tip. So hat man an der Lashline, wie man so schön sagt, hat man eine schöne Verstärkung. Irgendwie ist hier mehr drauf. So. Seht, ich nehme noch nicht mal einen Pinsel dafür. Dann zieht er das hier so schön nach oben. Mit einem Concealer decke ich jetzt hier hinten. Das ist immer praktisch, wenn ihr hier hinten so, wenn es so ein bisschen rötlich ist, ne? Direkt hier im Augenwinkel geht ihr mit einem Concealer. Das ist ein sehr schonender, heller, toller Concealer. Das ist dieser Airbrush Concealer von Clinique. Mascara. Da ist noch ein bisschen was drin, die muss ich jetzt alle machen. Auf der Wasserlinie einen hellen Kajal. Öffnet nochmal den Blick. Wenn ihr wollt, dieser Lidschatten hier macht sich hervorragend. Obwohl es eigentlich genug schon drin ist, kann man nochmal hier. Seht ihr in den Winkel mitgehen? Das ist eine fantastische Textur und dieses kleine Applikatorpinselchen. Es ist ein super, mega geiler Lidschatten. Wenn der wahrscheinlich von Rihanna, Becker oder hast du mich nicht gesehen wäre, würde der gehypt werden. Isadora ist eben eine Marke. Und das, ich sag's euch, das ist eine richtig tolle Kosmetikmarke. Diesen Stift hier, den kann ich euch, ihr seht es ja selber auf dem Augenlid. Also Champagner 020, glaube ich. Tolle, so eine kühlende Konsistenz hat das. Mit diesem kleinen Applikatorbürstchen. Ich Schwachsinn, warum ich euch das auf dem Handrücken nochmal zeige. Ich habe es ja auf dem Augenlid. Also ein absolutes Must-Have-Produkt, wenn man champagnerfarbene Augen mag. Und ich finde, zu einem roten Mund sehen. Ich decke das noch ein bisschen mit dem Concealer ab. So hell geschminkte Augen einfach sehr elegant aus. So. Pot Rouge. Ich habe ja hier noch den Glow. Seht ihr das? Also ich sehe ihn ganz toll. Und ich will ja nicht wie eine Disco-Kugel aussehen am Tag. Ne? Ich gehe, das ist ja hier Valentinstag. Ich bin ja draußen. Man sieht sehr schön diesen von diesen Drops, diese L'Oreal Drops, minimal eingesetzt. Und auch hier unten und auch der Nasenrücken kann man super sehen. Aber nehmt bitte für, wenn ihr dann die Foundation auftragt, ein Pinselchen. Also die Drops gerne mit den Fingern, dass ihr ein gutes Gefühl habt, aber sonst wischt ihr darüber. Ein Pinsel macht sich einfach besser, dann darüber zu tupfen. Also nur so ein Hauch frischer. Nur einen kleinen Hauch. Coco Rouge, Coco Shine. Das ist jetzt eine neue Farbe, das ist so ein Orange-Rot. Guckt mal. Ah. Mensch. Also was immer ganz gut ist bei Rot, wenn ihr das so so ein bisschen einklopft. Erste Schicht einklopfen und dann nochmal eine zweite drüber geben. Ihr könnt doch in das Kleenex beißen.
Also. Schöner Look. Eine ganz tolle Farbe. Tja, meine Lieben, das ist mein Valentinstag-Look. Rote Lippen. Kiss, 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 kiss me. Be my Valentine. Keine Ahnung. Wir können ja auch an die Menschen denken am Valentinstag. Es ist ja Tag der Liebe. Es geht ja nicht nur um die Liebe Mann und Frau. Es geht die Liebe um die Liebe Kind, Hund, Schwester, Freundin. Also nicht nur, also so sehe ich das jetzt mal, obwohl der Valentin, ich möchte jetzt nicht die Geschichte vom Valentinstag erzählen. Man sagt ja auch Tag der Blumenhändler und der Drogerien oder der Parfümerien. Naja, ich dachte, es wäre mal ganz nett. Ich zeige euch einfach mal so einen roten einen Look mit einem roten Lipgloss und einem champagnerfarbenen Lidschatten. So, ihr habt euch ja auch so Augen-Make-up, so Mono-Augen-Make-up-Looks-Tutorials gewünscht und das ist jetzt Champagner. Ich bin ein totaler Fan von flüssigen und cremigen Produkten, das habt ihr schon mitbekommen, weil ich auch eine trockene Haut habe. Und diese Produkte halten eigentlich länger auf der Haut. Also das Hautbild sieht länger frisch aus, butrig, das fällt oft so zusammen in die Poren rein und sieht dann so etwas trocken und fahl aus. Also nicht bei allen, also bei mir. Also jeder hat ja so sein Gefühl. Ne? Was bei dem einen ganz toll aussieht, kann beim anderen eben nicht so toll aussehen. Aber es gibt so ein paar Grundregeln. Und die werden wir hier so im Laufe der Zeit durchkauen auf dem Kanal. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und ich schicke euch eine riesengroße Umarmung an meine lieben Zuschauerinnen. Und ja, Kiss, Kiss.